bin aufgewachsen in Schaffisen, das ist ein Dorf gerade hier neben Lenzburg. Mein erstes Konto, das meine Eltern für mich aufgetan haben, war bei der Hypothekarbank Lenzburg. Das hat dazu geführt, dass, wenn ich hier angefangen habe zu arbeiten, schon ein Konto hatte, das heisst Marian Wilde, das ist Roberts. Das fand ich lustig, weil früher eben noch die Namen vom Vater aufgeführt. Also bin ich hier ja eigentlich schon ewig, nämlich seit ich auf die Welt gekommen bin. Und das Konto gibt es, glaube ich, heute noch. Also bin ich schon irgendwie ewig mit der Bank verbunden gewesen. Es hat noch einen lustigen Zufall gehabt, und darum ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich hier gelandet bin. Ich hatte in der Primarschule eine Lehrerin gehabt. Das war die Schwester von der Personalchefin von der Hypothekarbank Lenzburg. Und als ich mit der Handelsdiplomschule fertig war, habe ich einen Job gesucht. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, dass wir auf die Hippie anfragen können. Das habe ich dann auch gemacht. Und die Hippie hat gesagt, sie habe einen Lehrling, den sie selber ausbilden, KV-Lehrling. Und sie nennen normalerweise, wenn sie nicht nötig ist, keine externe. Und dann hatte ich das Glück gehabt, dass dort mal kein KV-Lehrling in die Informatik wählen. Und die Informatik hat einen Lehrling wählen. Und dann hat sie mich angefragt, ob mich das interessiert. Das habe ich dort mal überhaupt nicht gewusst, was das ist. Ich habe weder eine spezielle Vorliebe für Zahlen gehabt, noch eine spezielle Vorliebe für Technik gehabt. Ich habe eine spezielle Vorliebe gehabt, einen Job zu haben. Und dann bin ich dann da einmarschiert. Also sie haben mich dann durch den Computerraum durchgeführt, haben mich ein bisschen begutachtet, haben eine grosse Papierschachtel angeschaut, haben mich wieder angeschaut und haben dann beschlossen, mal, das kann sie tragen. Und so bin ich dann als 50-prozentiger Operator, das sind die, die Maschinen, also Papier in den Maschinen aufgefüllt haben, Drucker aufgefüllt haben, Verarbeitungen, und 50% wieder als Programmiererin habe ich anfangen. Und so habe ich dann sozusagen Informatik von der Pike aufgelehrt. Ihr sagt, ihr habt mir gesagt, 1984 habt ihr angefangen bei der Hypothekarbank Lenzburg. Das ist der Anfang von der ersten Personalcomputer PC. IBM kommt ja so im 83 gross auf den Markt in der Schweiz. Also das ist ganz früh in der IT-Branche der Start. Und der Start gerade auch noch mit einer Frau ist eigentlich noch außergewöhnlicher. Also habt ihr das gespürt, dass ihr da in einen Bereich hineinkommt, wo ganz Neuland ist, wo man nichts davon weiss, wo man auch Frauen eine Rarität sind? Ich habe es nicht empfunden als Frau als Rarität. Ich habe einfach Freude gehabt, dass ich einen Job gefunden habe, der interessant ist, in einem guten Team, wo mir neue Sachen beibringen konnte. Ich konnte Sachen neu lernen, Sachen, die ich nicht kennt habe. Ich finde es eh immer spannend, etwas Neues zu lernen. Ich konnte eine Mischung machen. Ich habe mir gedacht, am Anfang, als ich, was es darum ging, von so einem Job, ich wollte ja auf keinen Fall in einem Büro landen. Weil irgendwie hatte ich die Idee, das sei langweilig. Und dann bin ich in der Informatik gelandet. Und eben, am Anfang durfte ich wirklich mit Maschinen zu tun. Ich habe Kabel verlegt. Am Anfang hat es ja noch keine PCs gegeben. Dann mit Lochkarten hantieren oder Lochstreifen oder irgendwas. Es hat lauter Sachen gehabt, irgendwo auch ein bisschen mit Handwerk und Technik zu tun gehabt. Und das war noch spannend. Es war nicht nur einfach Papier oder nicht nur einfach abstrakt. Es war etwas, das man anpacken konnte. Oder auch die riesengroßen Papierschachteln auf den riesengroßen Drucker, die einspannen und so, wo dann die Herren, ich hatte ja keine Krawatten an, die Herren mit Krawatten müssen Angst haben, dass Krawatten nicht in den Drucker getrüllt wird, weil es irgendwie alles so mächtig war. Es war eine total spannende Zeit, wir hatten Computer, die so gross waren wie heute sind es wahrscheinlich nicht mal Waschmaschinen mehr so gross. Damals sind sie so gross wie die Tumbler heute, einfach riesig. Und hat ganz wenig Daten können speichern. Und gleich haben wir es lässig gefunden. Wir haben riesengroße Disk gehabt, wo heute alles so klein ist, dass man sich kaum mehr vorstellen kann. Aber als ich angefangen habe, habe ich nicht geahnt, wie schnell das geht und nicht geahnt, wie wahnsinnig rasch sich das verändert. Und ich habe nicht geahnt, dass ich einmal Chef wird vom Ganzen. Das Einzige für mich war, ich habe immer gerne neue Sachen gelernt, interessante Abwechslung, in einem coolen Team arbeiten, und das hat mich irgendwie begleitet. Habt ihr damals schon gewusst, dass die Hypi Lenzburg speziell ist in Bezug auf Informatik? Dass man da recht Fürsche macht und gute Leute hat? Also jetzt im Vergleich, hat man das gespürt so im Vergleich mit anderen Banken, Regionalbanken, dass man da einen Schritt voraus ist? Als ich angefangen habe, habe ich nur die Hypi kennt, weil mein erster Konto war ja da. Ich habe mich auch nicht mit Banken auseinandergesetzt. Ich hatte einfach Freude, dass ich einen Job habe. Und dann bin ich eigentlich in das ganze Umfeld gekommen. Und da habe ich auch gelernt, dass die Hypi mit vielen anderen Banken zusammenarbeitet, in einer zusammen Software entwickelt. Das hat dazu geführt, dass ich dann viele andere Banken kennenlernen durfte. Das war dann auch spannend, dass ich Kantonalbanken, Privatbanken, verschiedenste Banken kennenlernen durfte, die ich dann selber programmieren durfte. Und das ist einfach
spannendes Umfeld gewesen und ich habe viele verschiedene Personen kennengelernt, verschiedene Arten von Banken kennengelernt und wir sind miteinander unterwegs gewesen. Es ist eigentlich weniger das Feeling gewesen, der eine ist besser oder der andere ist schlechter, sondern jeder ist das, was er ist. Jeder hat ein bisschen unterschiedliches Schwergewicht und zusammen kann man etwas bewirken. Zusammen haben wir Software geschrieben, zusammen haben wir die Software auch finanziert und weiterentwickelt. Und so sind wir dann auch miteinander und halt auch der Anbieter, dort war NCR, haben wir neue Geräte bekommen, neue Maschinen, neue Technologie, haben die neue Programme für das geschrieben, haben das können ausprobieren, sind immer besser, immer schneller geworden. Ich habe von einer Kollegin mal eine, die pensioniert worden ist, ein altes Buch bekommen, wo man Zinsnummern können nachschauen konnte, wie sie früher Zins gerechnet haben. Das ist ganz speziell, wenn man in dieser ganzen Technologisierung mitbekommen hat. Früher konnten sie wirklich noch fast von Hand Zins rechnen, mit dem Taschenrechner oder vielleicht sogar wirklich im Kopf. Und zwischenzeitlich können die meisten gar nicht, weil sie den Computer machen. Das ist wirklich noch interessant, wie sich dann auch das Berufsbild von Bankern verändert hat mit der Unterstützung von Technologie. Und ich habe eigentlich durch Technologie und durch das Programmieren das Banking kennengelernt. Ich bin eigentlich wirklich nicht keine Bankausbildung gehabt und habe durch die Programmierung und durch das, dass ja am Schluss IT irgendwie wie alles verarbeitet hat, immer mehr vom Bankfach kennengelernt. Und das war für mich einfach eine sehr breite, abwechslungsreiche Ausbildung. Wie lange ist die Ausbildung als solches überhaupt gegangen? Hat das dann einen Abschluss gegeben? Oder ist das mehr Learning by Doing in der Job und ist immer weitergegangen? Für mich ist sowieso, Ausbildung ist nie fertig. Und der Punkt ist, speziell in der IT haben wir wahrscheinlich gemerkt, dass Jüngere haben Sachen, die sie anders anschauen. Die Jüngere haben andere, vielleicht manchmal wieder aktuellere Ausbildung. Ältere haben mehr Erfahrung. Und es ist immer eine Frage vom Gemeinsamen. Wir können immer gemeinsam mehr bewegen. Und das ist, glaube ich, etwas in der Informatik schon immer so gewesen. Und darum ist mir das etwas dauernd lernen oder eben den Jüngeren auch eine Chance geben, weil sie es einfach anders gelernt und schon besser können. Das ist für mich irgendwo normal. Und das hat mich dann auch durchbegleitet. Ich habe eine Grundausbildung und dann Berufsbegleitung immer weiter ausgebildet. Ich habe HWV gemacht und dann habe ich einen Zusatz gemacht für die Fachhochschule. Ich habe verschiedenste Programmierkurse gemacht. Ich habe einen Bankfachexperte nachher gemacht. Es gibt einfach für mich wichtig, immer versuchen, zu aktuell zu sein oder immer mindestens zu wissen, was man nicht mehr kann, zum richtigen Ort Unterstützung fragen oder das Team so zusammenzusetzen, dass man eben schlagkräftig ist. Für mich ist das nur schon mit jemandem reden oder Kunden kennenlernen, ist bildend. Weil man lernt auch dazu und vor allem aus anderen Industrien. Und das ist einfach, für mich ist das eigentlich ein Lebensmotto. Versuchen, offen zu bleiben, versuchen, sich zu verändern, zu lernen, mit der Zeit zu gehen. Wenn wir so ganz zurückgehen in den 80er Jahren, das Banking, was ist, wenn man jetzt 80er Jahre Banking und heute Banking, was hat sich so verändert? Also der Arbeitsalltag oder auch die Aufgabenstellungen, die Personalzusammensetzung? Die Arbeitsweise hat insofern geändert, dass die meisten Leute immer schreien, es müsse mehr digital sein. Trotzdem, dass das Bankprodukt ja etwas sehr Digitales ist, man kann ja nicht irgendwie in ein Schäftchen gehen und das Bankprodukt rausnehmen. Also sind wir per Definition ja eigentlich schon digital. Was wir nie wirklich gut haben können, sind Prozesse so optimieren, dass es kein Papier mehr braucht. Oder dass wir nicht lieber auf Papier ein paar Häkchen machen. Und das haben wir bis heute noch nicht perfekt geschafft, das wirklich zu digitalisieren, was wir nicht. Vielleicht können das andere Banken. Wir arbeiten immer noch am optimalen Prozess. Und hoffen eigentlich, wir finden den dann gemeinsam allein. Für mich war einfach offensichtlich, dass immer mehr Sachen plötzlich automatisch gehen. Früher haben wir auch kein Excel gehabt oder nur irgendwie den Anfang. Das erste Tabellenkalkulationsprogramm, das war noch cool, das war komplett anders. Die Usability, heute reden wir von Usability und Convenience und Einfachheit. Und früher haben wir total Freude gehabt, wenn überhaupt etwas irgendwie schwarzer Hintergrund, grüne Schrift, ist schon cool gewesen. Es ist komplett anders gewesen. Und man gewöhnt sich relativ rasch etwas Neues und man gewöhnt sich relativ rasch daran, dass es einfach geht, schnell geht, hoffentlich sicher ist. Früher ist einfach, man mehr noch begreifen, das ist vielleicht etwas, wo ich auf eine Art hat man mehr Zeit gehabt, der einzelne Aufgabe nachzuvollziehen. Wir konnten programmieren mit einer Maschine, neue Sprache. Heute ist es relativ abstrakt. Und früher haben wir verschiedene Details können flicken. Heute ist es etwas globaler. Aber ich konnte die Entwicklungsgeschichte mitmachen und das ist total spannend. Mhm. Wie haben Sie die 80er Jahre, also das eine ist jetzt eben, Sie sind mehr in der Informatik drin gewesen. Die 80er Jahre von Banken waren so ein bisschen Boomzeit gewesen. Wie haben Sie das erlebt? Haben Sie das gemerkt, so, der Bank ist gut gelaufen, wie sich das Geschäft entwickelt tut?
als Mitarbeiter in der Informatik habe ich viel mehr mitbekommen, was in der Informatik passiert. Das hat mich auch viel mehr interessiert. Ich bin wenig in Berührung gekommen mit den Bankmitarbeitenden, weil da hat noch eigentlich... Heute arbeiten wir viel intensiver zusammen mit den Bankmitarbeitern, wenn man fragt, was haben sie gerne, wie hätten sie das gerne, wie arbeiten sie eigentlich, wir beobachten sie, wie sie arbeiten, wie sie mit Papier umgehen, wenn sie überhaupt, wenn sie zeichnen. Wir früher haben gesagt, was haben sie für ein Bedürfnis, was haben sie für ein Problem gelöst, und dann haben wir dicke Konzepte geschrieben, und wenn wir das Konzept hatten, haben wir programmiert. Wir waren viel weniger interaktiv gewesen. Früher hat es wahrscheinlich viel mehr so typische Nerds in der Informatik, einfach da gesessen, dass sie sich vor sich hintäckeln. Die gibt es heute weniger, oder sie werden verstärkt mit Leuten, die besser sind im Interagieren. Also wir sind eine Art wirklich eine eigene Abteilung gewesen. Und wir sind mit uns beschäftigt gewesen, weil wir extreme Herausforderungen gehabt von unserem ureigensten Core-Bankensystem, das weiterzuentwickeln. Wir sind richtig relationale Datenbanken gegangen, wir sind richtig andere Technologien gegangen. Wir sind selber so etwas von aktiv, dynamisch unterwegs gewesen, dass ich eigentlich nicht grossartig Interesse hatte, was in der Bankenwelt passiert. Ich habe einfach spannend gefunden, was man für Banken produzieren kann. Aber wir sind ja mit den anderen Banken oder eigentlich auch den Softwareentwicklern von den anderen Banken. Ich bin in einem Entwicklungsumfeld gross geworden. Eigentlich weniger in einem Bankenumfeld. Ich habe einfach Software für Banken entwickelt. Mhm. Aber ein Banker bin ich nicht gewesen. Kann man sagen, was ist die Pioniertat für die Hypothekarbank Lenzburg? Wo zeichnet sie sich aus? Ist das ein spezieller Bereich? Die Pioniertat von der HIPI war wahrscheinlich, dass sie relativ klein als kleines Institut überhaupt auf IT gesetzt haben. Man sieht ja in unserem Jubiläumsbuch, dass wir zusammen mit grösseren Kantonalbanken die ersten Computer gekauft haben. Relativ typisch ist wahrscheinlich, dass schon relativ rasch der Verkäufer, der NCR uns den Computer eigentlich installiert hat, Informatikchef vorne ist von der Bank. Relativ typisch ist wahrscheinlich, dass wir mit zwei anderen Banken Gründungsmitglied sind von dieser Kernbankenlösung, die nachher immer grösser geworden ist und in den besten Zeiten über 50 Regionalbanken, Kantonalen und Privatbanken als Kunden kennen. Wir sind die Gründungsmitglied gewesen. Ich glaube, es zeichnet Tipi aus, dass wir immer unternehmerisch unterwegs gewesen sind. Und Tipi hat immer das Flair gehabt, schon relativ klein auf Leitungspositionen, nicht unbedingt traditionelle Banker zu haben. Schon mein Vorgänger, der Franz Renkli, ist nicht mehr ein traditioneller Banker gewesen, sondern schon Betriebswirtschafter, der ganz anders an die Sache gegangen ist. Und so ist eigentlich dadurch, dass ich am Schluss Informatiker war, hat wahrscheinlich auch dort der Verwaltungsort schon gedacht, irgendetwas passiert, wir müssen mit der Zeit gehen. Sie haben immer vorausgeschaut und auch die Chance gepackt oder auch den Mut gehabt, die Chance zu packen. Tipi hat, nachdem dass wir eben Gründungsmitglied sind von dieser Organisation, die jetzt heute Finova heisst, und wir dann aber im Jahr 2000 verloren haben, um nochmal auf der grünen Wiese selber anzufangen, immer eigentlich den Mut bewiesen, unternehmerisch denken und handeln und auch etwas können anpacken. Und dass man das überhaupt können, hat ja eigentlich Technik viel geholfen. Weil im letzten Jahrtausend mit diesen grossen Mainframe-Rechner war null Chance, gewesen, das selber zu machen. Heute in dem Server, der virtuellen Serverumgebung, die Technologie heute erlebt ganz, ganz andere Sachen. Man muss mit der Zeit gehen und die Chancen packen, wenn sie kommen. Und das ist, glaube ich, schon ein Talent. Und darum sind wir als HIPI eigentlich auch ein typisches KMU, und Bekenntnis auch zur KMU-Kultur und wollen eben unternehmerisch denken und handeln sie. Darum sind wir auch sicher eine der grösseren, sehr selbstständigen, unabhängigen Regionalbanken. Im Prinzip ist es, wenn man so anschaut, dass das Produkt oder die Firma Finova, die hier in Lenzburg stationiert ist, wo man das Core-Banking-System entwickelt hat für die ganze Schweiz, kann man sagen, eigentlich das Banking ist passiert hier im Aargau in Lenzburg und nicht in Zürich. Aber da ein also man kann sicher sagen, dass Lenzburg ist sicher ein Ort, wo man Bankensoftware von der Schweiz produziert. Und das hat sicher einen wesentlichen Grund. Und es ist nicht unbedingt zufällig, dass auch Tipi Lenzburg da ist. Aber wir haben heute nicht mehr so viel mit der Finova zu tun. Mhm. Aber sicher, die Ursprünge sind bei uns. Ihr habt erzählt, dass von der Finova nachher, dass ihr euch abgedrängt habt und eine eigene Lösung wieder entwickelt habt. Das braucht sehr viel Mut im Jahr 2000. Meines Wissens hat man ja eigentlich in einer Entwicklung, die sagt, IT tut man auslagern, anstatt noch in-house weiter aufbauen. Wie kommt man zu so einem Entscheid? Es hat immer Wellenbewegungen. Interessanterweise ist ja heute so,
Heute sagt man ja einfach der IT-Digitalisierung. Und im Zusammenhang mit Digitalisierung sagen alle, man braucht auf Geschäftsleitungsniveau Digitalisierungsexperten. Viele suchen Chief Digital Officer, viele suchen im Verwaltungsrat Digital Menschen. Das heisst, unterdessen ist das wie Digitalisierung ist wieder irgendeine Kompetenz von einem Institut bekommen. Und es ist auch branchenübergreifend. Heute ist Digitalisierung in aller Munde. Und eigentlich ist es ja eigentlich einfach eine Weiterentwicklung von Informatik. Und darum ist das eigentlich eine Frage für mich von der Wellenbewegung. Wie ich schon gesagt habe, im letzten Jahrtausend hätten wir nie können ein neues System auf grüner Wiese entwickeln können, weil die Zeit einfach nicht reif war. Im Jahr 2000 war die Zeit reif, dass man das wagen kann. Natürlich war es ein Wagnis, aber ein unternehmerisches Wagnis oder ein Unternehmertum hat immer Wagnis. Und es ist eine Frage, wie man das kontrollieren kann, wie man das managen kann. Wir sind von Anfang her vom Verwaltungsrat, speziell hier vom Verwaltungsratspräsident, sehr nah begleitet worden. Das hat der Verwaltungsrat uns wirklich auch versteht und das die Verantwortung kann tragen. Also es war immer etwas speziell gewesen, aber es hat sich ja durch das, dass die Technologie sich so weiterentwickelt hat, haben wir die Chance dürfen packen. Und dann kann man sich eben weiterentwickeln und sich verändern. Und heute ist zum Beispiel im digitalisierten Umfeld haben so viele Leute oder Banken haben eben zusätzliche Leute angestellt, die ihre eigenen Projekte starten und sagen jetzt speziell im Bereich des Open Banking, eigentlich ist das traditionelle Core-Bankensystem jetzt eher hinderlich. Sie würden gerne flexibel sein. Und darum ist eigentlich die Kernkompetenz heute ist nicht selber machen, sondern selber orchestrieren, selber zusammensetzen, selber einkaufen. Eigentlich das, was jeder mit seinem App, mit seinem Handy auf dem App selber macht. Du hast ein Handy und installierst das, was du brauchst. Das wäre ja eigentlich das Ziel. Und darum, Core-Bankensysteme sind alle über 20-jährig. Und etwas in der Informatik über 20-jährig ist, ist ja wahrscheinlich schon zu einer Erneuerung fällig. Und darum ist auch der Umgang wieder anders. Und das muss man einfach sehen, dass die Technologie sich so rasch verändert, dass dann der Umgang mit der Technologie anders ist. Als der erste Computer kam, war der teurer. Oder der erste Beamer, das war glaube ich, so teuer wie ein kleines Auto. Wir sind ungeheuer stolz, ein riesen Beamer, extrem schwer und extrem teuer, aber wir hatten einen. Und heute ist das Teil, da hat jeder irgendwie eins dabei. Es ist komplett anders. Und das muss man irgendwie anschauen. Es ändert so viel und man kann so viel anders machen. Heute macht jeder eine Webseite. Du kannst irgendetwas downloaden, tust du installieren und hast mal eine Webseite. Ob es cool ist oder nicht, oder grafisch perfekt, ist ja noch gleich. Aber du hast eine Webseite. Das ist ganz einfach, out of the box. Früher, als wir die erste Webseite gemacht haben, das erste E-Banking, hat nicht mal E-Banking geheissen. Videotext, das hat es glaube ich geheissen. Oder Telebanking. Das ist wahnsinnig, was wir alles erlebt haben. Und das war früher kompliziert gewesen, heute ist es simpel. Es ist ganz anders und darum sind die Kompetenzen anders und die Möglichkeiten. Das ist eigentlich wahnsinnig, wie die Technologie sich wandelt und man das schnappt, also packt und anpassen tut. Wie viel vom Budget, wie viel investiert ihr eigentlich in die IT? Also wie grosser Anteil ist das von den Investitionen? Bei uns ist noch ein bisschen speziell, was wir in die IT investieren, weil wir ja selber viel, also wir haben unsere Systemlösungen selber programmiert. Das heisst, wir investieren eigentlich in Personal, die in der IT-Abteilung arbeiten. Und nicht nur Einkauf, oder es ist ein bisschen Mischung. Wir haben sehr viel, im Gegensatz zu anderen Instituten, haben wir Personalkosten im Bereich von der IT, die sie dann nicht haben, darum kann man es schlecht vergleichen. Wir machen etwa alle zwei, drei Jahre machen wir so Benchmarking mit Kosten mit anderen Banken. Und in der Summe sind wir normalerweise nicht teurer oder manchmal sogar günstiger. Über die Entwicklungsgeschichte, wo wir unser System entwickelt haben, haben wir im Kost-Income-Vergleich, das ist das, was eigentlich Kosten und Erträge vergleichen, sind wir immer sehr bei den Leuten gewesen, bei den vergleichbaren Banken. Das heisst, wir haben ein komplettes System gebaut und nicht mehr Kosten verursacht. Das ist ja wahrscheinlich eben die Aussage. Und unterdessen können wir, dadurch, dass wir das System haben, können wir es auch an andere weitervertreiben. Es war auch immer so gedacht gewesen, dass wir gesagt haben, wenn wir schon wieder anfangen, wir wollen nicht allein sein, weil wir wollen mit anderen zusammen uns weiterentwickeln, mit Gleichartigen oder solchen, die uns ergänzen. Und so haben wir heute andere Regionalbanken als Kunden, wir haben die Privatbank als Kunden, wir haben jetzt eine erste sogenannte Kryptobank als Kunden. Wir entwickeln uns mit der Community zusammen weiterentwickeln. Und das hat uns von Anfang her geprägt, dass wir eben gemeinsam stärker werden. Und durch das haben wir auch gemeinsame Projekte, und das gibt es auch Kostenbeiträge, die uns, die anderen Kunden sind dann Kunden von uns, mit denen wir auch so behandeln. Die zahlen uns dann halt für die Softwareentwicklung oder für die Wartung oder für Change Requests. Es ist eine Art wie ein separater Ertragspfeiler. Und er wird sicher in der digitalen Welt wahrscheinlich eher stärker wie weniger. Und weil wir auch mehr, hoffentlich noch mehr Kunden finden, wird es vielleicht immer ein bisschen einen grösseren Anteil.
Wir sind wirklich eine Mischung zwischen Bank und Technologie. Das Produkt Finstar ist also in dem Fall ein neues Produkt, das jetzt wieder in die Schweiz ausstrahlt, um neue Kunden zu gewinnen und eine neue Lösung anzubieten. Nicht nur der Hippie Lenzburg, sondern vielen anderen. Wie sieht es aus, auch jetzt wieder in die Zukunft schauen, wenn wir von Digitalisierung und im gleichen Zug sagen wir, wir haben gerade eine neue Filiale aufgemacht. Wie geht das zusammen? Wir sind eine Regionalbank und ich finde, Regionalbanken sollen in der Region verankert sein. Das hat uns ausgemacht und macht uns aus. Unsere Kunden kommen gerne zu uns und das finde ich absolut cool, dass Kunden gerne zu den Banken kommen. Das ist, finde ich jetzt nicht so selbstverständlich. Weil viele Sachen macht man heute auf dem Handy, vielleicht macht man es im E-Banking daheim, aber in erster Linie wahrscheinlich unterdessen auf dem Mobilgerät. Also es gibt eigentlich gar nicht einen Grund, warum soll man auf die Bank kommen. Und gleich gibt es Kunden, die gerne auf die Bank kommen, die noch gerne Bankgeschäft am Schalter abwickeln oder zu einer Beratung vorbeikommen. Und für mich ist ganz klar, dass eine Stärke von einer Regionalbank ist, mit der Region verankert zu sein, eben zu wissen, was wo passiert, Informationen zusätzlich können liefern, wo man nicht einfach, wenn man irgendwo in einer Zentrale, in einer Stadt ist, weit weg vom Geschütz, wo am Schluss jemand kommt und sagt, erstens kommt dort keiner per Zufall vorbei und es kommt dann nicht jemand, der sagt, oh du, ich weiss ja, das ist sowieso, dort hat der gerade gebaut oder weisst, da geht noch etwas anderes oder da ist speziell laut oder das wäre eine coole Gegend. Wir haben einfach durch die lokale Verankerung, regionale Verankerung, können wir Mehrwert bieten und wenn es Leute oder Kunden gibt, die das schätzen, und das haben wir glücklicherweise, die das schätzen, dass wir da sind, dass wir den näheren Bezug haben, finde ich das eben gut. Oder eben schön, dass wir das leben können, weil eine pure Digitalbank wird wahrscheinlich kaum aus Lenzburg raus sein, weil dann ist plötzlich Economy of Scale wirklich relevant. Wir können mit den Kunden zusammen stark sein, indem wir Kunden haben, Kundengeschäft, persönliches Geschäft und nebenbei den digitalen Kanal. Durch den digitalen Kanal können wir unsere Kunden begleiten in der ganzen Schweiz. Wir können sie begleiten, wenn sie in die Ferien gehen. Wir können all das, was für einen Kunden normal ist, eben auch machen. Also es ist wichtig, dass man auch mit der Zeit geht. Und für uns war wichtig, dass wir die Bewegung von dem Open Banking eigentlich geprägt haben in der Schweiz. Wir sind die Ersten, die sich dazu bekennt haben, open zu sein. Weil wir haben gemerkt, dass unsere Kunden sind genauso. Unsere Kunden sind nicht nur in Lenzburg, unsere Kunden reisen umeinander, unsere Kunden sehen andere Sachen. Also können wir mit den Kunden zusammen und in Kooperationen, zum Beispiel mit Fintech, können wir Dienstleistungen anbieten, die wir alleine können. Und so können wir mit den Kunden und der Fintech zusammen unser ganzes, heute modern sagen wir vielleicht, Ökosystem weiterentwickeln. Miteinander kann man das zusammen besser. Und es ist aber eigentlich etwas, was in der KMU-Szene prägend ist. KMU leben durch Netzwerke, KMU bringen sich gegenseitig weiter, KMU treffen sich, um gemeinsam Erfahrungen austauschen. Und genau das Gleiche machen wir. Wir tun uns gemeinsam austauschen, wir arbeiten mit anderen Banken zusammen. Wir tun proaktiv andere Banken auch. Wir arbeiten mit anderen Nicht-Banken zusammen, um über die Branchenindustrie hinweg Erfahrungen zu sammeln. Das ist ganz wichtig. Oder eben, wir tun Kooperationen bilden mit anderen Banken, um Informationen lose austauschen. Alles im Stichwort von Offenheit. Jetzt nimmt sie doch noch an, welche Region haben Sie denn jetzt gestärkt mit dieser neuen Eröffnung? Wir sind bis jetzt mit der Geschäftsstelle in Dottiken nicht schon bei Wolle gewesen, aber wir haben uns noch nie so richtig ins freie Amt getraut. Und mit Wolle sind wir sozusagen das Tor zum freien Amt und haben die Idee, vielleicht schaffen wir es auch mal ins freie Amt. Weil es im Regionalbankenbereich ist sehr wichtig, mit der Region verankert zu sein. Und ich bin ja in Schaffhausen aufgewachsen, ich bin in Lenzburg in die Schule gegangen, ich bin in Aarau in die Schule gegangen. Also ich kenne Seetal, ich habe verschiedene Musikvereine, aber die sind bei mir sind so der bekannte Kreis, den ich habe, von dem ich aufgewachsen bin, ist Schaffhausen, Seetal, Lenzburg und ein bisschen Aarau. Und wenn ich ins freie Amt komme, dann ist das für mich irgendwie aus der Region aus, und vielleicht ist das typisch für den Kanton Aargau, ist eine Art wie eine andere Region. Es ist ein anderes Beziehungsnetz, ist ein anderes Netzwerk und Regionalbanken leben durch Netzwerk. Also kann man sich, finde ich, säuferlich in die Region vorwagen und braucht dann aber Leute von dieser Region. Sonst ist das Regionalbankenmodell funktioniert nicht. Und so haben wir uns jetzt getraut, Richtung Wollen zu kommen. Haben ein Team, das aus der Umgebung Wollen ist. Und aus dem müssen wir sich dann weisen, ob wir noch ein bisschen weiter ins Freie gehen oder nicht. Was mir noch wichtig ist bei dieser Geschäftsstelle Wollen, die wir eröffnet haben, es hat sehr viele digitale Elemente dabei gehabt, es hat spielerische Elemente dabei gehabt. Wir wollten eigentlich zeigen, dass wir nicht nur einfach ein schönes Büro herstellen, sondern eben auch ein bisschen Digitalisierung mitbringen. Also ein bisschen von unserer DNA hat auch mit Technologie zu tun. Unsere DNA weiss auch, dass wir mit dem ein bisschen spielerisch umgehen können. Das haben wir mitbringen. Und das haben wir, glaube ich, geschafft. Ein bisschen eine Mischung zwischen Überraschung,
dass die Kunden auch gerne kommen schauen. Jetzt ist es etwas anderes. Es hat nicht nur andere Leute oder ein anderes Logo, sondern es ist doch eine andere Art von Bank. Und das würden wir gerne weiterleben und weiterprägen. Die Aargau hat ja eigentlich nicht einen Mangel an Banken. Ist denn das, ich denke, eben, das Freie Amt hat auch schon Banken. Also, ist denn das eine neue Strategie, dass man die Hypothekarbank Lenzburg kommt jetzt ins Freie Amt rein und kann sich auch vorstellen, noch weitere Regionen im Kanton Aargau? Zum Ersten muss man eigentlich wissen, dass es überall genug Banken hat. Es hat in der Schweiz eh genug Banken und wahrscheinlich auf der ganzen Welt genug Banken. Und darum wäre es eine Illusion zu meinen, dass nur wenn es uns nicht gibt, es kein Banking mehr gibt. Aber für uns ist es einfach so, wir würden gerne, dass unsere Kunden wirklich einfach das, was wir sind, schätzen. Das ist wie wenn wir Bäcker, wenn du jetzt Brot am besten findest, dann gehst du in die Post und nicht irgendwo noch jemand anders. Und das ist eine Frage von unserer DNA, unserer Kultur, die das ausmacht, ob die Kunden am Schluss uns schätzen oder nicht. Wenn wir nicht fertig bringen, das irgendwie überzubringen, dass unsere Kultur oder unser Mehrwert, den wir bringen können, jemand wirklich wertschätzt und zu uns kommt, dann ist unser Geschäftsmodell nicht mehr da. Aber in einem Wettbewerbsumfeld, das viel hat, heisst ja auch, es hat viele Kunden. Und das ist attraktiv. Also es vertreibt meines Erachtens mehr Wettbewerb. Und wir sind ein Teil des Wettbewerbs. Und im Kanton Aargau ist speziell das KMU-Geschäft spannend. Der Kanton Aargau ist ein Industriekanton, ist ein KMU-Kanton, ist ein Kanton, der auch viel in Forschung und Entwicklung investiert, mit der Fachhochschule, dem PSI, dem Hightech-Zentrum. Wir sind ein Kanton, der kreieren will, der auch Industrie kreieren will. Und in diesem Umfeld vertreibt es Konkurrenz, vertreibt es Wettbewerb und vertreibt auch verschiedene Bankentypen. Und am Schluss ist abhängig davon, wie man auf Kunden zugeht, was einem passt, was dem Kunden passt. Manchmal gibt es Zufall. Und irgendwo in dieser digitalisierten Welt, wo alles, irgendwie, alles weltweit funktioniert, irgendwo grosse Chinesen, grosse Amerikaner, Russen oder was auch immer, am Schluss ist vielleicht gleich besser zu verstehen, zu vertrauen, was ist man eigentlich und wo ist man eigentlich auch aufgehoben. Logischerweise muss die Dienstleistung stimmen. Es muss genauso gut sein, es muss genauso sicher sein. Aber vielleicht ist es noch etwas persönlicher, vielleicht ist es noch etwas vertrauter, vielleicht ist es einfach schweizerischer, vielleicht ist es einfach aargauischer. Vielleicht ist es einfach ein Teil des KMU-Sektors im Kanton Aargau. Und KMU sind stark zusammen, aber natürlich auch exportorientiert. Wir arbeiten zusammen, eben wie wir sind offen, wir arbeiten zusammen, wir verändern uns. Wir sind ein Teil des Ökosystems. Kann man sagen, dass also jetzt ganz konkret die Region des Freien Amtes spannend ist, dass dort ist ein bisschen eine boomende Region, KMU, läuft es gut und darum ist es auch interessant, dort weiter zu investieren und ein Netzwerk aufzubauen. Fricktal ist zum Beispiel zu weit weg. Oder, eigentlich ist keine Region zu weit weg im Kanton Aargau, wenn wir Menschen haben, die dort daheim sind. Das ist eigentlich eher, die Kunst ist eigentlich eher, die Personen zu finden, die TP Lenzburg in dieser Region vertreten und wollen für uns Botschafter sein, die die Filialen aufbauen wollen, die sich eben wollen, in einem kompetitiven Umfeld überhaupt sozusagen ein neues Kundenportfolio aufbauen. Und das muss man sehr überlegt machen und sehr gut machen und dann überzeugt und dann ist es okay. Aber einfach nur ein Gebäude findet man relativ rasch. Wir würden auch relativ rasch irgendwo ein Gebäude können mit unserem Logo verzieren. Aber es braucht ein bisschen Herzblut und ein bisschen. Man muss wissen, jetzt wird man an diesem Ort anfangen mit voller Überzeugung, mit vollem Effort und das braucht viel Herzblut. Und es gibt einen Moment vielleicht, wo dann das so weit ist und dann werden wir ihn packen und wenn es im März noch nicht stimmt, werden wir es nicht machen. Mhm. Das ist klar. Also, was ist eigentlich, könnt ihr so ein bisschen umschreiben, die Bedeutung von der Hypothekarbank Lenzburg für den Kanton Aargau? Wie seht ihr das so? Ich weiss nicht, ob wir eine Bedeutung für den Kanton Aargau haben. Insofern haben wir vielleicht eine Bedeutung für den Kanton Aargau unterdessen. Es ist ja kürzlich, oder vor ein paar Jahren, ist das Bundesratsreisli auf Lenzburg gekommen. Und dann hat bei der Begrüßung die Bundespräsidentin damals Doris Leuthardt gesagt, Lenzburg ist bekannt für die Hero Club, für das Gefängnis und für die digitalste Bank der Schweiz. Also kann man ja nicht sagen, dass wir nicht einen gewissen Wert haben. Vielleicht haben wir nur einen emotionalen Wert, vielleicht haben wir nur einen Popularitätswert, vielleicht haben wir keinen nachhaltigen wirtschaftlichen Wert. Aber zumindest haben wir einen Wert im Herzen von unseren Kunden und vom Kanton. Vielleicht haben wir einen emotionalen Teil. Aber wir tun sicher auch Wertschöpfung machen, weil wir zahlen Steuern in unserer Einzugsgemeinde. Ich nehme jetzt mal an, für Lenzburg haben wir einen Wert, den sie spüren würden, wenn es uns nicht geben würde.
Wir haben über 250 Mitarbeitende. Ich nehme jetzt mal an, einfach als Arbeitgeber in der Region würde man auch spüren. Also ich glaube, wir geben viel Wert zurück, auch im Kanton. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, der Kanton könnte auch wohl uns sein, aber ich glaube, wir machen den Kanton spannender. Jetzt springe ich ein bisschen springen, aber wir haben vorher Sie haben es angesprochen, die Zukunft mit den Bitcoins, also die digitale, also ja, komplett neue Währung. Wie verändert das die Bankenwelt oder auch euer Geschäft? Für mich ist die ganze Krypto-Thematik eigentlich eher eine Frage von der Technologie verstehen, was es verändern kann, was es für Chancen gibt, etwas Neues zu konzipieren. Also ist dahinter eigentlich die ganze Distributed-Ledger-Technologie, nicht der Bitcoin in sich. Bitcoin in sich ist eigentlich eine Währung. Und für mich ist wichtig, dass in dieser Währung, wo ich tagtäglich etwas zahle, in dieser Währung brauche ich Geld oder brauche ich mindestens ein Konto oder Wert, ob es ein geschlossener Wallet ist, ist noch gleich. Ich muss in dieser Währung können zahlen, wenn ich mein Brot kaufe, wenn ich posten kann, wenn ich meine Miete zahle. Und das ist nicht Bitcoin. Und dann ist für mich im Moment der Bitcoin für die Schweiz nicht relevant, weil es ist eigentlich eher lustig. Weil in der Schweiz funktioniere ich in Schweizer Franken. Wenn ich in einem anderen Land bin, wo das Währungsvertrauen in die Währung verloren hat und dann in Bitcoin der Gegenwert besser ist, dann würde ich vielleicht auch Bitcoin brauchen. Ich bin von der Überzeugung her nicht überzeugt, dass eine Währung, die weltweit kontrolliert wird oder dekontrolliert wird, die den stärksten Server hat, am Schluss noch mal Bitcoin mehr meint, besser kontrolliert ist als eine Nationalbank. Natürlich ist es eine Herausforderung, durch eine Nationalbank die Währung zu steuern. Es ist auch nicht wahnsinnig dankbar in der heutigen Umgebung. Aber irgendwie habe ich auch hier noch fast... Ich habe lieber die Nationalbank in der Schweiz, wo ich mindestens weiss, da sind die drei im Direktorium, sind bei der Nationalbank. Ich kann die treffen, ich kann mit denen reden. Es ist ein total schwieriger Job. Aber ich habe mehr Vertrauen in die Schweizer Nationalbank, in die Schweizer Währung wie Bitcoin. Das hat aber mit meiner Ausbildung, mit meiner Erfahrung, vielleicht auch mit meinem Alter zu tun. Aber Technologie als solches finde ich spannend und ich finde es wichtig, dass man versteht. Und ich finde es eben auch wichtig, dass zum Beispiel die Nationalbank jetzt mit den Banken zusammen darüber überlegt, wie man jetzt mit dieser Kryptowährung umgehen kann. Wie sie kann Kryptowährung, vielleicht Schweizer Kryptowährung, am Schluss unter den Banken austauschen. Ich finde es wichtig, dass sie ein Risiko eingehen, das sich für unsere Volkswirtschaft dann eben irgendwie kontrollieren lässt. Also ist es wichtig, dass sie schrittweise für sie gehen und das machen sie. Das macht auch die Finanzmarktaufsicht zum Beispiel. Schrittweise für sie geht im Kryptobereich. Im Kryptobereich, Blockchain-Bereich, ist die Schweizer Regulierung relativ proaktiv im Verhältnis zu anderen. Also sie gehen ein gewisses Maß an Risiken ein, um den Finanzplatz auch wieder zu stärken. Und wir sind eine Bewegung drin. Aber Bitcoin als solches ist für mich eher eine Frage der Spekulation. Eine ganz andere Frage. Jetzt bin ich noch ein bisschen am Gumpen von der Geschichte her. Sie, in den 80er Jahren war die Immobilienblase, also die Zinsen waren ja sehr hoch. Gewesen. Und in den 90er Jahren ist das geplatzt. In den 90er Jahren haben wir dann auch ja, die Banken gecrasht, die Sparanleihkasse Thun, die Konkurs geht. Es ist das Jahrzehnt der Bankenfusion. Wie haben Sie das erlebt, die 90er-Jahre-Phase? Das wiederum habe ich sehr nahe miterlebt, weil die ganze Bankenkrise ist vor allem im Regionalbankenumfeld war, weil es Spar und Leih Thun war. Das hat dazu geführt, dass die Regionalbanken sich etwas mehr in der Aufmerksamkeit von der Regulation befunden haben. Und das war auch die Zeit, als die Regionalbanken-Holding gegründet wurde, das RBA-Holding. Dort haben sich die meisten Schweizer Regionalbanken in dieser Holding gefunden. Und das ist eben noch interessant, die Hypothekarbank Lenzburg nicht. Und diesen Teil konnte ich wirklich aktiv miterleben, weil da bin ich doch immerhin schon 10 Jahre in der Banken gewesen, also langsam ein bisschen gewusst, wie alles läuft. Ich habe mitbekommen, dass Banken, die in unserem Verbund waren, müssen Software wechseln, wegmigrieren, weil es in der Regionalbank Holding eine Software. Und das war nicht unsere. Das heisst, wir haben plötzlich Kollegen, Kunden verloren, wo wir eigentlich ganz gut zusammengeschafft haben. Das ist das Jahr 2000 gekommen, das hat das Ganze noch etwas verstärkt. Aber grundsätzlich war das eine riesengroße Bewegung, wo Banken sich in anderen Verbünden getroffen haben, andere zusammengeschafft haben. Und bei uns in der Hippie Lenzburg ganz bewusst die Unabhängigkeit, die Selbstständigkeit propagiert worden ist. Das war die Zeit, in der wir im 1993 das Jubiläum haben dürfen, 425 Jahre. Dort war ich im OKA zum Beispiel. Das weiss ich noch wirklich, wie es gestern war, trotzdem, dass es gestern ja 150 Jahre war. Aber es war total spannend, die Zeit und vor allem den Unabhängigkeitskampf mitzuerleben. Wir haben das irgendwie auch propagiert. Ich habe hier ein Buch mitgebracht, sozusagen, unsere Unabhängigkeitserklärung. Und das finde ich immer noch cool, darum habe ich es auch aufbewahrt. Da zeigt er innen, es war wirklich beschrieben als die Unabhängigkeitserklärung. Und das war eigentlich
das Bewusstsein, dass Zipi nicht in der Verbundenheit wollte, sondern mit der unternehmerisch denkt und handelnd. Und das war schon sehr prägend, wenn alle anderen etwas anderes gemacht haben. Vielleicht hat das uns am Schluss einfach etwas ausgemacht für die Zukunft, den Mut, einen eigenständigen Weg zu gehen, selbstständig zu denken. Aber logischerweise immer entlang der aufsichtsrechtlichen Schranken oder der aufsichtsrechtlichen Guidelines, die es gibt. Das ist logisch. Die Bank bringt eine Verantwortung. Und die musst du auch warnen. Ja, ich meine, es sind eben das Jahrzehnt der Fusionen. Und was war denn die Kernkompetenz? Warum hat man sich das zutrauen und zumuten? Also was hat man denn, warum ist man besser da gestanden, dass man nicht hätte fusionieren müssen? Also wir sind sicher, er hat hier schon eine gewisse Grösse gehabt, trotzdem, dass wir immer aus eigener Kraft gewachsen sind. Wir haben nie fusioniert. Wir sind immer aus eigener Kraft, durch die Leute, eben wahrscheinlich durch die Regionen, dass wir in den Regionen verankert waren, dass wir mit den Kunden gut zusammengeschafft haben, dass wir gute Kunden haben dürfen gewinnen. Wir sind mit den Kunden, der ganzen Kundschaft rundherum, sind wir das geworden, was wir sind, eine gewisse Grösse, sicher gut abgestützt, mit einer guten Eigenmitteldecke, mit einem vernünftigen Risikoappetit, den haben wir bis heute. Wir wachsen konstant, aber nicht übertrieben. Wir haben wahrscheinlich in unserer DNA ist in auch Wachstum, ja, nicht um jeden Preis. Dort wachsen wir, verstehen, was wir machen. Unser Verwaltungsratspräsident hat einmal schon an der GV gesagt, so fast nur gesagt, wir machen die Geschäfte, die wir verstehen. Und so haben wir eine Art wie Kompetenzen aufbauen, neues Zeug verstehen und dann dafür zu probieren, an das hinzugehen. Das ist im Kryptobereich auch so. Wir versuchen zu verstehen und nicht einfach Angst zu haben. Wir versuchen das Risiko einzuschätzen und dann das Risiko zu managen. Aber das ist ein ureigenes Bankbusiness, das ist Risiken managen. Welche Bereiche haben Sie gefunden, das verstehen wir zu wenig, da wollen wir uns nicht damit beschäftigen oder das wollen wir nicht machen, den Weg einschlagen? Das verstand ich die Frage nicht. Also in welche Richtung wollt ihr euch nicht entwickeln? Also welche Bankprodukte ist... Wir haben zum Beispiel nie Investmentbanking gemacht. Wir haben nie Konsumkredit angeboten. Wir haben uns schon immer ein bisschen weiterentwickelt, aber einfach auf den Sektoren, die wir gehört haben, das passt zu unseren Kunden, das passt zu unserer DNA. In den 90er Jahren, es hat schon angefangen in den 80er, aber in den 90er Jahren noch deutlicher, die Industrie hat sich ja stark verändert im Kanton Aargau, die Branchen. Wie hat sich das bemerkbar gemacht in der Beziehung mit den Banken? Wir haben eigentlich in unserem Jubiläumsbuch schon gesehen, dass es immer schon Ups und Downs gehört in der Industrie. Und wenn es der Industrie nicht so wahnsinnig gut geht, dann sind gewisse Abteilungen der Bank mehr gefragt, die etwas besser auf den Kunden aufpassen, also den Kunden etwas besser begleiten. Es ist sicher besser, wenn es der Industrie besser geht, aber es ist eigentlich eine Begleitung, die man über den Lebenszyklus hinweg, also halt über die verschiedenen Perioden des Lebenszyklus von einer Firma, wie auch von einer Privatperson hinweg, begleitet man einen in guten und in schlechten Zeiten schier. Und das wäre eben auch schön, wenn es eine langfristige Kundenbeziehung ist. Aber eben, das heisst, es gibt heikle Punkte. Und dann ist es eine gute Beratung, dass man eben mit dem Kunden zusammen den besten Weg findet für beide. Und das ist sicher eine intensivere Zeit und gewisse Industrien oder gewisse Firmen haben sicher heikler gehabt. Das ist sicher so, aber das ist in der Wirtschaft immer so. Es ist interessant, wie die Dynamik dann aus dieser Wirtschaft, also einfach Industrie erneuert sich auch wieder, findet wieder neue, gibt wieder neue kleine Firmen, gibt neue Ideen. Und wir einfach in der Finanzindustrie, wir sind glaube ich jemand von den ersten gewesen, Banken, die so einen modernen Einzahlungsschein gemacht haben, den heute alle haben, der bei uns heisst Quick, bei den anderen heisst Blitz oder weiss nicht was. Das ist heute im Mobile-Zeitalter, ist das irgendwie, das kennen wir, das machst du ja nicht mehr auf Papier. Aber früher, als das erfunden wurde, war das cool, effizient. Und solche Produkte haben wir dort mal erfunden. Also erfunden ist vielleicht übertrieben, aber wir haben es irgendwie als Erste vielleicht gebraucht. In den 90er Jahren? Ja. Mhm. Es hat wirklich viele Momente gehabt, wo wir auch Produktinnovationen haben können machen. Und das ist in der Industrie auch so, aber du musst dich verändern, sonst hast du vielleicht nicht langfristiges Überleben. Aber es ist eine Zeit, wo halt, wenn es in der Industrie schlecht geht, oder eben auch wenn die Immobilien überbewertet sind, das ist eben der Teil vom Bankfach, wo Risikomanagement heisst, und das musst du eben auch beherrschen. Weil ohne das Management der Risiken musst du nicht Bank sein. Also die Veränderung der Industrie hier um Lenzburg kommen dir heute noch mit, über, ja, ja. Eigentlich so ganz nah am Puls. Bevor das die anderen etwas wissen, wissen die es. Da geht es mir noch genauer. Große Veränderung. Vielleicht noch eine allgemeine Frage. Ihr seid ja noch Präsidentin der Wirtschafts- und Handelskammer. Wie sagt ihr so, was ist der Wirtschaftsstandort Aargau? Was sind die Trümpfe vom Aargau? Der Aargau hat
eine sehr langjährige Tradition von Industrie, auch von Aussenhandel, von Agilität, von Kreativität, von Innovationsfreude. Das prägt ja auch, dass wir eben so PSI haben, Fachhochschule, Hightech-Zentrum. Wir haben verschiedene Bewegungen, die ja zeigen, dass wir sehr engagiert sind und uns auch in der Industrie sehr gut auskennen und uns eben auch verändern können, weiterentwickeln. Es hat nicht ein typisches Zentrum, weil der Aargau ist sehr liberal organisiert und das hat es vielleicht auch die vielen Kleinen haben auch eine Chance, wie einzelne grosse. Der Aargau ist sehr diversifiziert. Wir haben ganz grosse Chemiefirmen, kleine, coole KMUs. Wir sind eine Art wie ein eigenes Ökosystem. Wir sind zwischen Zürich und Bern und Basel, aber wahrscheinlich schon von der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sehr wichtig. Darum ist der Job für mich in der Aargauischen Industrie- und Handelskammer total spannend, weil es ein sehr breites Spektrum hat. Von wirklich ganz kleinen, ganz coolen, ganz innovativen Betrieben, ganz grossen, auch ganz coolen und innovativen Betrieben, aber es hat wirklich die Gegensätze und ich finde die Gegensätze spannend. Und die Gegensätze bringen sich auch irgendwo weiter und es lohnt sich auch, um die Gegensätze sich zu engagieren. Und darum ist mein Engagement in der Aargauischen Industrie- und Handelskammer für die Wirtschaftspolitik, dass es uns in der Wirtschaft gut geht. Was wir weniger haben, ist jetzt so ein Steuerparadies, wo am Schluss alle reichen Menschen wohnen dann halt dort. Ich glaube, der Aargau ist halt das, was wir sind. Wir haben von vielen Sachen ganz... Wir haben eine grosse Diversität und ich glaube, das macht uns überall aus. Und wir sind attraktiver. Das Ranking ist zwar ein bisschen schlechter geworden, aber immer noch sehr gut. Und an dem müssen wir arbeiten, dass wir im Ranking von den Wirtschaftsstandorten und Kantonen wieder ein bisschen auf sich kommen. Was sind denn so momentan die Nachteile vom Kanton Aargau? Omnipräsent ist die Steuerdiskussion. Und die Steuerdiskussion ist etwas, das alle Kantone prägt und im Kanton Aargau auch. Am Schluss ist es eine Frage von der Attraktivität, wer zahlt wo, wie viel Steuern. Und die Firmen sind halt mobil. Am Schluss ist es ein Attraktivitätskampf. Da kann ich gar nicht mehr gewinnen. Weil es ist im Prinzip eine Spirale, die gegen runter geht. Und dann sagt man Competition, Wettbewerb. Von Wettbewerb wird gemeinsam stärker. Ist das so? In einem nicht wettbewerbsorientierten Umfeld, glaube ich, ist es nicht mehr interessant zu arbeiten. Weil am Schluss schaffst du, also wir sind von der Idee her, dass man, wenn man schafft, will man entscheidet werden in einer fairen Art und Weise. Und wenn es einen Wettbewerb hat, dann ist es auch attraktiv, dann hat es auch mehr Competition. Und Competition ist nicht negativ, es muss ja nicht kaputt machen. Es muss eher anregen. Aber ohne Wettbewerb, dann hat es ja keine Kunden. Und das Monopol sehe ich jetzt nicht wahnsinnig, wie eine Diktatur, finde ich jetzt nicht wahnsinnig erstrebenswert. Also Wettbewerb klingt zwar anspruchsvoll, aber das Gegenstück, das Monopol, finde ich jetzt echt auch nicht das Ziel. Der Standortvorteil, also der Aargau ist divers, hat ganz vieles, hat aber nicht wahnsinnig steuerkräftige Firmen eigentlich. Also ich kenne die Steuerstatistik nicht auswendig, aber am Schluss ist es wahrscheinlich wie bei einer Regionalbank. Wir haben nicht wahnsinnig viele ganz riesige Kunden, sondern ganz viele ganz normale Kunden. Und ganz viele ganz normale Kunden kann man ein ganz gutes Geschäftsmodell machen, das zeigt ja bei uns auch. Und ich finde, der Kanton Aargau kann durch das, was er ist, auch ein ganz gutes Geschäftsmodell machen, indem man einfach stolz ist auf das, was man ist. Wenn wir jetzt noch zusammenfassen, so zurückschauen, 80er, 90er, 0er Jahre und so. Was sind so entscheidende Entwicklungen, die wichtig waren für Sie oder ja, so allgemein? Die Erkenntnis, dass das Jahr 2000 kein Weltuntergang war, habe ich noch speziell gefunden. Die Erkenntnis, dass Digitalisierung oder Mobile Geräte immer, also dass Convenience und Mobile einmal so prägend ist, dass einfach wirklich alle das brauchen. Dass nicht nur die Jungen brauchen, sondern insbesondere die teuren Geräte, ja, die Älteren, die schon ein bisschen mehr Geld haben dürfen sparen, können sich leisten. Es ist wie ein Verwischt zwischen Alt und Jung, ein Verwischt zwischen Mann und Frau. Es ist ein Bewusstsein, dass die Technologie so etwas bei unserem Leben eingekommen ist, dass ich nicht mehr sagen kann, ich bin so ein IT-Nerd mit Wollensocken. Die sind irgendwie nicht mehr da. Unterdessen hat jeder ein Verhältnis zu dieser Technologie. Es ist nicht einmal mehr so gestört wie am Anfang. Am Anfang bist du entweder für oder dagegen sein. Unterdessen hast du manchmal Mühe mit der Anwendung. Aber grundsätzlich läuft fast jeder mit dem Handy umeinander. Es ist einfach komplett anders geworden. Schneller, dynamischer, abwechslungsreicher auf eine Art und Weise. Aber auch kreativer. Und durch das finde ich in der Informatik. Früher war ich immer allein als Frau.
Unterdessen finde ich, es hat so viel Kreativität drin, dass es auch vielleicht attraktiver ist für Frauen.